dramatische Bewegungen, eher mit einer Langfristperspektive. Man muss es aber, muss sie aber verstehen, wann kollabiert eventuell der Yen und um wie viel? Gibt es eine Währungsreform? Zerbricht das EU-Euro-Währungsgebilde? Steigen die Zinsen irgendwann astronomisch? Herzlich willkommen heute. Der Crash ist da. Ein bemerkenswertes Buch, weil es besteht aus Beiträgen von 5 Redakteuren und Analysten. Es war ein Albtraum, das zu koordinieren. 2 ja, etablierte Insider, Dr. Krall und meine Wenigkeit und ein Team von 3 extrem ehrgeizigen Jungspunden, und wir haben eine breite Palette, sind wir angegangen, die jeden Abonnenten, jeden Deutschen betreffen, vollkommen egal, ob sie kaum Geld haben, aber ihre Kaufkraft sich innerhalb der nächsten 20 Jahren halbiert, ob sie kleine oder übersichtliche Ersparnisse haben, wie sie dort enteignet werden, und natürlich auch für die etwas Vermögenderen, was mache ich denn mit meinem Geld, wie schütze ich mich vor der Finanzrepression, vor dem Zugriff des Staates, letztlich, was mich natürlich massiv interessiert, welche Investments kann man sich überhaupt noch antun, sagen wir mal auf Long, auf der Kaufseite, wie sichere ich mich ab? Und für mich das Entscheidendste an dem ganzen Buch waren die sogenannten Megatrades. Was sind denn Megatrades? Das sind dramatische Bewegungen, eher mit einer Langfristperspektive. Man muss es aber, muss sie aber verstehen, wann kollabiert eventuell der Yen und um wie viel? Gibt es eine Währungsreform? Zerbricht das EU-Euro-Währungsgebilde? Steigen die Zinsen irgendwann astronomisch? Und gibt es eine Ansammlung von Aktien, die tatsächlich wieder mal wie Clinuvel Pharmaceuticals, die hatte ich 2012 in meiner Autobiografie, Anfang 2013 mal erwähnt, relativ deutlich, die ist dann von 1,20 Dollar Australdollar auf 24 gestiegen, ja, 2000%. Gibt es denn solche Werte? Und was uns, was das ganze Team massiv motiviert hat, ist natürlich nicht eine wiederkehrende Story. Die Welt ist schlecht, wir werden manipuliert, wir sind das Opfer eines Wirtschaftskriegs um die Welt, wirtschaftliche Weltvorherrschaft zwischen China und USA. Oder wir sind überschuldet. Das findet man im Marktumfeld. Das ist okay, man muss ja auch wissen, wie das Marktumfeld ist, damit man ein gutes Chancen-Risiko für verschiedene Anlageklassen ermitteln kann. Weil letztlich ergibt sich der investive Erfolg doch nur durch eine gute Ermittlung der Chancen-Risiko-Verhältnisse in Zusammenarbeit mit einer Wahrscheinlichkeitsrechnung und einem breiten und tiefen Verständnis der investiven Materie. Und dazu dient das Buch. Und es wurde viel länger, als ich mir das gewünscht hatte. Und es war ein Albtraum teilweise. Aber es entstanden 5 Knaller-Kapitel. Und es entstand natürlich sehr, sehr, sehr konkrete Anlagestrategien und Anlageideen. Und es wurde auch trotz der ja teilweise doch schweren Materie verständlich geschrieben. Eigenlob stinkt. Generell, ich weise nur darauf hin, was wir uns da vorgenommen haben, das war eigentlich viel zu viel. Aber wir haben aus unserer Sicht eine ganz breite Palette. Ich habe noch nie ein Buch geschrieben mit 320 Seiten. Wie gesagt, ich bin Co-Autor. 4 wesentliche Co-Autoren stehen in diesem Buch dabei. Lassen Sie mich noch mal kurz Resümee passieren. Also, der erste Teil, da geht es um das Marktumfeld und die Chancen und Risiken.
Zweites Kapitel, Digitalisierung. Wer profitiert, wer verliert? Welche Jobs haben überhaupt noch Aussichten auf eine ordentliche berufliche Entwicklung? Welche sind gefährdet? Was könnt ihr dagegen unternehmen? Und was ist denn bei der investiven Bewertung, bei der Analyse, wie wichtig ist denn überhaupt, dass man KI, Algorithmen und Quantensysteme in den investiven Prozess einbezieht? Das wird ein ganz, ganz entscheidender Faktor bei vielen Investments. Der Krallenfaktor, das haben wir abgekupfert von Dr. Krall, ein sehr geschätzter Kollege, der einen wahnsinnig interessanten Beitrag zu China geschrieben hat im Buch. Da geht es ja darum, China ist tatsächlich ein ganz großer schwarzer Schwan für die globale Wirtschaftsdynamik. Wenn sich in China das Momentum verlangsamt, das ist absehbar und erkennbar. Was bedeutet das denn langfristig in diesem Kampf um die Weltwirtschaft, ja vielleicht auch im militärischen Bereich? Ist China am Ende oder am Anfang des Endes, oder wird sich das chinesische System dynamisieren? Was Karl damit meint, genau, das lesen Sie doch bitte einfach nach. Und wir halten doch gar nichts von diesen Themen. Ja, ich wiederhole mich jetzt, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Analyse, net. Anlageideen, Investorenverhalten. Wie schütze ich mich denn vor Finanzrepression? Mit welchen Banken kann ich denn außerhalb der EU überhaupt noch arbeiten? Ergeben sich Möglichkeiten in den USA sogar oder in England oder in Singapur? Das ist auch ein wesentlicher Bestandteil. Und wie gesagt, wenn ich heute noch nicht diese 7 entscheidenden Megatrades auf dem Schirm habe, wie will ich denn dann von solchen Trends stark überproportional profitieren, wenn sich solche Trends immer mehr abzeichnen und letztlich zu einem Handelsbedarf führen? Ich bitte Sie wirklich, oder empfehle das zumindest. Es war schon in der Phase der Bestellungsphase, Vorbestellungsphase, unter den 10 meistgeorderten Büchern in Deutschland, unter den Top 25 laut Amazon aller Bücher in allen Kategorien, die in Deutschland veröffentlicht worden sind. Ich hoffe ernsthaft, Ihre Einstellung bei einem Preis von ca. 19 Euro für 320 Seiten in der Breite und in der Tiefe wird Ihnen gefallen. Und uns geht es nicht darum, wirklich an diesem Buch sehr viel Geld zu verdienen. Das ist einfach nicht möglich, selbst bei einer hohen Auflage. Es geht uns darum, dass uns keiner sagen kann, werden unser finanzielles Know-how, unser investives Wissen nicht einer breiten Masse an deutschsprachigen jeglicher Schicht zur Verfügung gestellt. Weil wir wollen nicht nur elitäre Börsenbrief-Herausgeber sein, das ist natürlich eher was für die Vermögenderen, sondern wir sehen es auch als unsere Pflicht an, dass wir auf ein breites Publikum erreichen und Wissen vermitteln, was sie sicherlich nicht in dieser Form im Mainstream mitgeteilt bekommen. Ich verbleibe mit ganz herzlichen Grüßen und wünsche Ihnen wahnsinnig viel Erfolg beim Investieren, aber eigentlich noch viel mehr Erfüllung in Ihrem Leben. Alles Gute, Ihr Florian Homm und das Autorenteam, und tschüss.